Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Let's Play Clash of Clans. Und, ja, ich bin hier, ein bisschen laut, frisch nach dem Livestream. Nico hat ja schon ein paar Sachen gesagt. Alter, das ist laut, ey. Alter. Ich weiß, warum ich den Livestream aushalte, die Sounds, Alter. So, ja, was ist so im Livestream passiert? So eine grobe Zusammenfassung, wir haben viel gefarmt. Wenn ihr euch die anderen Folgen von mir anguckt, seht ihr wahrscheinlich, dass ich eine Menge Mauern hier gemacht habe. Ich bin irgendwie, glaube ich, hier angefangen. Oder hier, oder was, oder ich glaube ich sogar hier. Ich habe eine Menge geschafft. Mein Elixier ist auch voll, weil ich kann damit gerade nichts anfangen. Ich bin schon am Ausbauen, die Lager. Aber, ja, ich will mich ein bisschen verbessern von den Mauern her und so. Und, jo, ich habe ein paar Boosts, ich habe zwei Boosts genau reingeworfen, der Stream ging 9 Stunden lang. Und, ja, die Sache war einfach nur die, es hat so derbste Spaß gemacht, ich wollte eigentlich überhaupt nicht aufhören, aber ich musste. Denn, ich wollte heute dann wieder einen Stream machen, also das ist den Tag danach. Wenn das Video kommt, sind schon 2 Tage danach, weil, wir haben uns immer abgewechselt und so. Und, ja, ich hatte schon 2 Tage kein Video mehr machen müssen, weil ich viel auf dem Handy aufgenommen hatte und so. Und Nico dann auch noch dazwischen geschoben war und so. Und ja, da hatte ich ein paar Tage zum Relaxen. Aber jetzt habe ich noch für heute eine Folge. Und ja, da muss ich wieder aufnehmen, ne? Denn ich habe so gut Loot gefunden, dass ich einfach die 4 Millionen voll habe. Und das hat mich ganz schön ab und zu geärgert, weil ich habe richtig heftig Loot gefunden. Und das war halt schon derbste ärgerlich. Aber was soll man tun, ne? Wenn das Lager voll ist und du kannst nichts machen. Ich wollte mir jetzt noch nicht wirklich ein Lager jammen, das wäre scheiße geworden. Denn wie sieht das aus im Stream die ganze Zeit nur zu jammen? Ich meine, wenn man da deine Kaserne pusht, mit Gems ist das ja voll okay, aber wenn man sein Lager einfach ausprobt mit Gems die ganze Zeit, das ist kacke. Hätte ich machen können, aber ich fand das Quatsch. So, ich habe zum größten Teil auch Rathäuser gefarmt und so, ich bin, glaube ich, sogar 2 Ligas höher gegangen. Und ja, ich finde oben, meinte Nico irgendwie, hier findet man kein Loot, aber da habe ich ganz guten Loot gefunden. Und ja, es war halt wirklich ein sehr cooler Stream und ich habe auch Leute kennengelernt, dass ich nie erhofft hatte, die überhaupt kennenzulernen auf Twitch halt, ne? Weiß man das ja nie, vielleicht ist man auch den ganzen Tag alleine, darauf habe ich mich vorbereitet und ja, das hat sich dann alles zu was anderem gedreht, jetzt habe ich 2 Moderatoren und ja, das läuft unten auf Twitch gut, mir gefällt es da auf der Plattform und ja, ich werde es ja öfter definitiv einen Stream machen. Ihr seht das ja eh hier irgendwo, wenn ich streame, kommt ja so ein Fenster bei Handy auch. Da könnt ihr einfach draufklicken, da bin ich dann immer online. Ja, ich war 9 Stunden am Streamen, nonstop. Irgendwie mit Pausen und so drinne. 9 oder, warte mal. Ja, genau, 9 Stunden waren das, glaube ich. Insgesamt, kann mich schon gar nicht mehr erinnern, juckt mich auch nicht. Vor allem die Zeit war mir eh egal, mir kam das überhaupt nicht so lange vor. Und da war ruckzuck, war ich schon über eine Stunde und das hat sich dann immer gezogen. Und ja, wir finden gerade kein Loot. Aber der Stream um 15 Uhr wieder richtig schlimm, wenn ich jetzt kein Loot finde. Und ja, was ich noch zu sagen habe, wir haben viele Leute, ja, ich habe angefangen, wo wir im Clan 19 Leute hatten. Ich gehe jetzt mal kurz wieder aus den Suchen raus. Ich habe angefangen, wo wir 19 Leute im Clan hatten. Und jetzt sind wir 29. Unsere coole Community ist reingekommen. Und auf so ein, also, ich finde das richtig nice, manche Leute, was die für ein cooles Dorf schon haben. Sowas sieht man ja einfach eigentlich nur in anderen Clans, aber dass wir jetzt einfach, er ist hier zum Beispiel richtig heftig. Und, ja, ich habe halt auch im Stream Dorfbewertungen und so gemacht, also Clankürzel haben sie reingeschrieben, da habe ich halt Namen und also und die Clash of Clans Namen natürlich, den brauche ich ja und ja, dann habe ich halt immer geguckt, wo die dann sind und habe mal die Dörfer bewertet, was ich anders machen würde und ja. Und sie haben mir erläutert, dass meine Base ganz schön gerusht ist, denn mir ist aufgefallen, ja, mir fehlt da ein bisschen was und das habe ich komplett übersehen. Ich wusste nämlich nicht, dass ich die Luftabwehr noch höher machen konnte um einen. Und, hä? Habe ich gar nicht hingeklickt. Muss ich verarschen?
So, nochmal ranzoomen. So, dann eine Queen jetzt. So, Baba King drauf da und zünden. So, dann läuft das auch. Ich verziehe mich gleich einfach direkt. Dann passt das. Na los. So. Ach ja. Es war wirklich gestern ein richtig guter Tag. Hat mir auch sehr gefallen. Wir haben es 4 Uhr gestreamt. Es war mein erster Stream auf dem Kanal. Und dafür durchgehend so meistens so 10 Leute am Zugucken. Ich weiß, für den einen oder anderen ist das nicht viel. Aber für mich ist das schon eine Menge gewesen. Und könnt euch das noch gar nicht vorstellen. Der erste Livestream und ihr findet direkt so coole Leute, die bis Ende da bleiben und sich auch so engagiert benehmen. Und auch, also es gab ja wirklich Leute, die auch links weitergepostet haben, obwohl sie ja nicht mal Moderator waren. Und das war wirklich ein Support, den man zum Beispiel ein normaler Zuschauer halt nicht gar nicht machen hätte müssen. Jetzt habe ich halt zwei neue Moderatoren in unserem Twitch-Channel. Und ja, später kam halt Nico auch noch dazu, so gegen Ende. Das hat dann gepasst, fand ich cool. Und ja, er hat halt auch gestaunt, dass so viele in unseren Clan gekommen sind. Und ja, was mir oft passiert ist, das mit der Internetverbindung. Ich habe mir da, also es gab Leute, die da was reingepostet haben, links. Und da glaube ich, habe mir da was eingefangen. Und ja, ich muss mal gucken, wie das halt beim Stream läuft. Nicht, dass es auch gleich hakt beim Streamen. Das wäre ganz schön schlecht. Denn ein hakender Stream ist ein scheiß Stream. So. Ja, ich habe mich sehr hoch gepusht bei Gold. 1800 Trophäen an der Zahl. Und ja, es läuft. Ja, warum greife ich überhaupt? Wieso greife ich nicht ein? Hole ich mir nicht einfach nur das Gold? Ich meine, das andere kann ich eh nicht lagern, ne? So. So. Das Blöde ist, ne? Ich hätte mir ja auch einfach, hätte ich mein Lager geupgradet habe, hätte ich mir einfach versucht, 6 Millionen noch zusammenzuknallen im Stream. Habe ich aber direkt gelassen, weil wie will ich 6 Millionen kriegen, ne? Also, jetzt sind wir mal. Wie will ich 6 Millionen kriegen, wenn mein Lager nur auf 4 Millionen geht, Alter? Das ist als. Das. Ich wollte nicht jammen und das habe ich dann auch im Stream nicht gemacht, dann habe ich ihn halt beendet. Um 4 Uhr. Ich meine, ist ja schon spät genug, 4 Uhr. Und, ja. Die Bauhütte hat's gerettet. So, wir verziehen uns. Ich habe jetzt über 1 Million und habe gerade keinen Bauern frei. Der habe ich erst in 3 Stunden wieder frei. Aber in 3 Stunden, ja, läuft der Stream sogar schon bei mir. Von daher wird dann heute richtig gut gefarmt. Ich mache jetzt erstmal mein Lager noch ein bisschen leerer. So. 3,9 Millionen. Ja, gleich wieder. Voll. Verdammt, ey, jetzt stapeln hier meine Sammler sich voll. Und ja, das war so ein kleines Infovideo. Infovideo. So ein Mittendrin-Video, was ich so im Stream so gemacht habe. Und ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel gefallen auf Twitch. Wenn das Leute sehen, die dabei waren, dann würde ich mich erstmal an die Leute, die nicht dabei waren, trotzdem über eine positive Wertung freuen. Und ja, vielleicht auch über ein Abo. Und ja, wenn dann bis zur nächsten Folge Let's Play Clash of Clans. Mein Name ist Julian. Ciao.